Hallo, alter Mann. Bist du Johnny? Ich. Ich. Ja. Das bin ich. Was ist es für dich? Hast du von Monkey Butt gehört? The fuck? Wo hast du diese beschissene Idee her, Striper? Larry? Oh, Larry? Danke. Du hast jetzt einfach sein Todesurteil unterschrieben. Okay, das war jetzt nicht so gut. Ich dachte, man kennt sich vielleicht. Na, sicher habe ich das, hat der Junge. Weißt du, ich will einfach nur Hilfe mit dem Türsteher, okay? Na sicher, hat der Kumpel. Weißt du, ich will einfach nur an dem Bouncer vorbei, okay? Und was ist für Johnny drin? Naja, drohen will ich ihm nicht. Ach komm, ich bin Detektiv und mein Ziel ist im Byte. PI ist nicht unbedingt eine schlechte Idee. Also es ist nicht unbedingt eine schlechte Idee, wenn PI dir einen kleinen Gefallen schuldet. Verarschst du mich? Ich könnte natürlich auch in Erwägung ziehen, dich nicht den Polizisten. Die Gesprächsführung gerade ist ein bisschen für den Eimer. Ich könnte dir natürlich auch einfach nicht dich der Polizei übergeben. Also, ich könnte berücksichtigen, dich nicht der Polizei zu übergeben, wenn du mir hilfst. Verstehst du mich? Schau mich an. Ich bin ein Waschbär in einem Trenchcoat. Ja, Trenchcoat. In so einem Mantel halt. Do you think I'd ask if I wasn't serious? Now scram. Denkst du, ich würde fragen, wenn ich nicht, wenn ich nicht ernst wäre? Du musst mir schon vertrauen, Johnny. Du kratzt meinen Rücken, ich kratz deinen. Schon mal was davon gehört? Ich traue Streifenaugen nicht. Schon gar nicht den in einem Regenmantel. Warum würdest du das sagen? Du kennst mich doch gar nicht. Ach, hör auf mit diesem. Okay, gut. Der ist einer auf einen harten Typ, also.
Halt's Maul. Oder ich stopf dir deinen Schwanz hinein. Weißt du was? Du hast recht. Ich bin ein Verlierer. Aber ich brauche deine Hilfe. Oh Gott, du bist verzweifelt, miserabel Ding. Könntest du dich bitte verpissen? Dein abgefucktes Gesicht macht mir Angst. Ja, ich wirklich, ich brauche wirklich, wirklich, wirklich deine Hilfe, Johnny. Du bist widerlich und seltsam. Ich krieg dich da schon rein. Aber du musst mich allein lassen, okay? Wunderbar. Okay, das lief jetzt ein bisschen anders, als ich das geplant hatte. Okay, also wir kommen ins Byte rein. Ich kann mir dann vorstellen, dass das dann auf lange Sicht durchaus Auswirkungen hat. So. Hallo Eichhörnchen. Soft talk to the bouncer. What are you waiting for? Also, so talk to the bouncer. What are you waiting for? Was willst du? Hier ist Johnny. Hallo Johnny. Ein weiterer Klient für uns, um zu unterhalten, ne? Striper, also Streifentypi, du kannst reinkommen. Aber mach keinen Ärger. Danke. Und wir gehen rein. Okay. Wir suchen den Jazz, Alkohol, Beautiful Canine Lady. All a little too high-ended for my taste. Jazz, Alkohol, wunderschöne Kanine, Ladies, okay. Alles ein bisschen zu sehr hochend für meinen Geschmack. Okay. Das schließen wir. Wir laufen ein bisschen weiter und schauen uns um. Renee. Colby. Audrey. Ingrid. Clarissa. Und ein Bouncer, ein weiterer. Und eine Tür, die wir mal anschauen. Persönlicher Bereich ausschließlich. Okay. Reicht mir. Ach, geschlossen übrigens. Dann fangen wir mal wieder von vorne an, so wie man es machen würde, wenn man es regulär spielt. René. Nun, du bist ungewöhnlich. Das werde ich mal als Kompliment auffassen. Wie du magst, obwohl es nur o Beobachtung war. Renee Wilson. Wallace, pleased to meet you. Wallace, sehr erfreut, Sie zu treffen. Das ist ein falscher Name. Du bist zu jung für Wallace.
Nun ja, heute Abend bin ich Wallace. Ja, wunderbar. Sarkasmus? Ah, nicht wirklich. Ich bin wirklich, ja, delightful. Delighted. My night is just got a lot more interesting. Meine Nacht wurde jetzt einfach ein bisschen interessanter. Ich hoffe, du erzählst mir einfach von ihr, wenn sie rum ist. Hier, nimm meine Karte. Investigativer Journalist? Man lebt davon. Üblicherweise. War sehr erfreut, Sie kennenzulernen, René Wilson. Ich werde Sie sehen. Haben Sie einen Otter heute Nacht gesehen? Nein, aber ich habe mich auch nur gerade erst vor einer Minute hier hingesetzt. Dankeschön. War sehr erfreut, Sie zu treffen, René Wilson. Auf Wiedersehen. Colby. Hallo. Sind Sie auch wegen der Eden Simmons Show hier? Ich bin so froh, dass ich Sie endlich live sehen kann. Ich habe noch nicht von ihr gehört, aber sie hat einen wirklich tollen, tollen Klang. Nun, vielleicht bin ich ein bisschen voreingenommen, aber ja, sie klingt großartig. Sie ist großartig. Sie klingen wie ein großer, wie ein großer Fan. Sie klingen wie ein großer Fan. Ich habe mir nur wegen ihr einen Schallplattenspieler zugelegt. Sie ist im Üb die meiste Zeit das, wo ich überhaupt, was ich mir überhaupt anhöre. Aber Sie hören sie zum ersten Mal live? Ja, nein. Meine Mutter mag diesen Ort hier nicht. Ich musste mich ein bisschen davonschleichen, um heute Nacht hier zu sein. Wie kommt es, wenn es Sie nicht stört, dass ich frage? Nun ja, ich denke, sie war noch nie in ihrem Leben in einer Bar. Und dieser Ort hier ist noch 10-mal so viel verruchter als in ihrem Kopf. Klingt so, als ob es das wert war. Großartige Musik. Naja, man kann sich nur sicher sein, wenn man die ganze Show über da bleibt. Ich hoffte, ich könnte. Haben Sie vielleicht einen Otter gesehen? Er ist ein Foto. Lassen Sie mich überlegen. Ich denke, ich habe jemanden wie diesen gesehen, der hier reinkommt. Haben Sie vielleicht eine Ahnung, wo er hingegangen ist? Ich habe ihn hereinkommen sehen und mit dieser afghanischen Dame in dem, ja, der farbenen Kleid reden sehen.
War sein grün Hut? War sein Hut grün? Oh ja, und auch seine Krawatte. Ich fand das ganz schön lustig. Hat er einen Koffer dabei? Ja, da bin ich mir nicht sicher. Danke, bitte haben Sie Spaß mit der Show. So, Jade. Oh, ja. Das ist die. Wir können hier mal reden. Ist das nicht einfach zu traumhaft? Excuse me. Gott, ich liebe diese Musik. Ich suche einen Freund, einen Otter. Haben Sie ihn vielleicht gesehen? Oh, habe ich nicht. Sind Sie sich sicher? Er trägt eine grüne Krawatte und eine Brille. Entschuldigen Sie, dass ich Sie gestört habe. Haben Sie einen schönen Abend. Ja, hätte ich nie nachfragen müssen. Okay, das ist die. Und das ist Clarissa. Ich würde eigentlich fast gerne mal mit Clarissa reden. Ach, reden wir mal mit Ingrid. Hallo da, Schatzi. Womit habe ich diese Freude verdient? Oh, ich suche einfach nur einen Freund. Oh, Süßer. Ich habe eine Menge Freunde. Oh nein, ich meine, er ist ein Otter, ungefähr meine Statur. Ah, entschuldige. Heute Abend waren keine Otter hier. Nun, dann schätze ich, dann ist er wohl spät dran. War dein Freund schon mal hier? Ja, Jess liebt diesen Ort. Jess Green? Sind Sie sicher, dass Sie ihn nicht kennen? Bin mir. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe noch nie von ihm gehört. Na, ich schätze mal, er sticht da nicht unbedingt aus der Masse hervor. Ach, Schatzi, das ist nicht wirklich meine Aufgabe. Jede Barfliege zu beobachten, die versucht, seine Heirat zu vermeiden. Und was mit mir? Naja, du bist nicht verunsichert. Ah, ich schätze, das passt schon. Hab einen schönen Abend, Ingrid. So. Dann reden wir mal mit Clarissa. Sie sehen verloren aus. Ist das so offensichtlich? Für mich ist das offensichtlich. Sie jedoch scheinen genau am richtigen Ort zu sein. Ja, ich bin das. Würdest du das nicht auch so sehen, Junge? Auf Vornamenbasis mit dem Bartender, mit dem Barkeeper auch, oder? Lassen Sie mich vorstellen. Ich bin Clarissa Bloodworth.
Mir gehört The Bite. Nun, dann lassen Sie mich sagen, dass Sie seinen sehr gemütlichen Ort hier haben. Dankeschön. Ich versuche eine angenehme Erfahrung hier zu anzubieten. Und wem verdanke ich das Vergnügen? Wallace. Die Freude ist auf meiner Seite. Und was ist Ihr Beruf? Ich bin ein Fotograf. Private Sachen meistens. Eine kreative Seele, beeindruckend. Also, wie kann ich Ihnen helfen? Nun, Sie sind der Experte. Haben Sie irgendwelche speziellen Empfehlungen? Folks say that our chef dishes are to die for. Otherwise, just relax and enjoy the show. Eden's voice is something else. But what brought you here in the first place? Die Leute sagen, unser Küchenchef. Das Essen unseres Küchenchefs. Dafür könnte man sterben. Ansonsten entspann dich und genieß einfach die Show. Die Stimme von Eden ist einfach nicht von dieser Welt. Aber was hat dich überhaupt zuerst mal hierher gebracht? Ich suchte nach einem Otter. Sein Name ist Jeremy Green. Kennen Sie ihn? Ich bin einfach nur hier, um mich mit einem Freund zu treffen. Ist das wirklich so? Vielleicht ein bisschen mehr ein regulärer als Sie? Sicher ist er das. Er redet immer diesen Platz hier schön. Was ist denn sein Name? Wenn er heute Abend hier ist, dann werde ich das wissen. Jeremy, last name Green, Otto, boring but nice type. Und Sie wollten sich einfach treffen für einen ruhigen Drink? Na sicher. Ja, wir haben eine Menge, die wir wieder auffrischen müssen. Darling, ich denke, du belügst mich. Warum sollte ich lügen? That's your prerogative, I guess. Das ist deine Wahrnehmung, schätze ich. Mr. Wallace, falls das Ihr Name ist. Karpfen spielen, steht Ihnen ganz sicherlich nicht. Und in meinem Etablissement schon lange nicht. Ich schlage vor, Sie nehmen Ihr Geschäft oder Sie tragen Ihr Geschäft woanders hin. Ich würde aber gerne bleiben. Was habe ich getan?
Es tut mir leid, Darling, aber so läuft die Welt. Manchmal verstehst du Dinge nicht, aber sie passieren dir trotzdem. Vielleicht sehen wir uns ja mal wieder. Haben Sie eine gute Nacht. Wenn Sie das so sagen, gute Nacht, Clarissa. Ja, da habe ich die falsche Frau angesprochen, offenbar. Oder die falschen Dinge gesagt. So, Ellie, Larry, zack, René, met an interesting character, Renee Wilson. She's an investigative journalist, though she didn't mention for which publication. Her card doesn't say either. Maybe she's freelances. That's brave. Seems rather clever, so I should probably be flattered that she thought I seemed sharp too. Okay. Also, ich habe einen interessanten Charakter getroffen, Renee Wilson. Sie ist ein investigativer Journalist, obwohl sie nicht erwähnt hat, für welche Publikation sie arbeitet. Ihre Karte sagt es ebenfalls nicht. Vielleicht ist sie ein Freelancer. Das ist mutig. Scheint eher intelligent zu sein oder pfiffig. Also sollte ich wahrscheinlich mich geschmeichelt fühlen, dass sie gemeint hat, dass ich wahrscheinlich selber auch ein bisschen scharf bin. Also vom Verstand. Found a chatty patron, a Pomeranian young lady. She is here for the music and not here often, and she seems oblivious to the shady ambience of the bite. Ignorance is bliss. Probably not a coincidence. She's been one of the friendliest people here tonight. Friendly dog lady saw green tonight. Ich habe einen gesprächigen Kunden gefunden. Eine junge Dame. Sie ist hier, um die Musik zu hören und nicht oft hier. Und ihr scheint dieses Ambiente nicht zu sehr nahe zu gehen. Also Ignoranz ist ein Segen. Und wahrscheinlich ist es nicht gerade Zufall, dass sie die freundlichste Person heute Nacht hier war. Eine freundliche Hundedame hat Mr. Green gesehen. Es gibt etwas Verstörendes über die Art und Weise, wie sie sich bewegt, die Audrey. Irgendwie hypnotisch. Aber ich werde mich nicht ablenken lassen. Ingrid? Ich habe mit der afghanischen Dame in dem in dem grünen Kleid geredet. Sie heißt Ingrid. Ich denke, sie arbeitet für die Bite. Aber sie ist dem ausgewichen. Sie behauptet, sie hat Herrn Green heute Nacht nicht gesehen oder jemals von ihm gehört. Ich habe den Besitzer des Bite getroffen, Clarissa Bloodworth. Sie hat mich herausgeschmissen, bevor ich Mr. Green finden konnte. Ich habe ihr gesagt, ich wäre auf der Suche nach einem Freund, was schon fast wahr ist. Ich denke nicht, dass ich sie provoziert habe. Aber von dem Moment an, wo wir angefangen haben zu reden, hättest du die Luft mit einem Messer schneiden können. Sie versteckt irgendwas. Ich frage mich, was. So. Clarissa Bloodworth is hiding something. Green is in there. I just need to find another way in. Larry. Wie ist es gelaufen? Hast du ihn gefunden? Ich wurde rausgeschmissen. Oh, Howard. Wie hast du denn das hinbekommen? Ist nicht so wichtig. Sie nutzen die Hintertür für Lieferung? Ich denke, ich habe den Bär ein bisschen gepokt.
Nein, ich habe Clarissa Bloodworth getroffen. Oh Mann, was hast du gemacht? Ist sie sauer? Du solltest dich besser daran gewöhnen, nach deinem Rücken zu schauen. Ich sollte einen anderen Weg hineinfinden. Nein, warte mal. Du hast gesagt, du machst solche Fälle nicht mehr. And you told me you had no first-hand experience with monkey butt. People don't change, Larry. It doesn't matter, I need to get in. I need to. Und du hast... Ich habe versucht aufzuhören. Aber weißt du... Es tut mir leid. Nein, du hast recht. Reek, weiß ich nicht, wahrscheinlich, ne, des anderen Zeugs auch. Hör mal zu. Ich versuche nicht zu verurteilen. Ich versuche nur zu erklären. Erklär mir keine Dinge, Howard. Ich helfe dir gerne. Aber das ist der Punkt, an dem wir die Grenze ziehen. Habe ich verstanden. Wie komme ich wieder rein? Alright, alright. The truck over there just arrived. And some fellows entered through the back door. I also heard voices coming from the roof. So they must have a door up there. Okay. Der Lastwagen ist gerade eben erst angekommen und einige Kumpel sind durch die Hintertür rein. Ich habe auch Stimmen vom Dach kommen hören, also muss es da oben auch eine Tür geben. Red mir über die Hintertür. Erzähl mir über die Hintertür. Sie haben eine kleine Intercom-Box. Du klingelst, sie heben ab. Und wenn du jemand bist, den sie erwarten, dann lassen sie dich rein. Und irgendeinen Plan oder eine Idee, wie sie, wie ich jemand sein könnte, den sie erwarten? No idea. Maybe use some sort of code. You're the detective, not me. Kein Plan. Vielleicht nutzen sie irgendeine Art von Code. Du bist Detektiv, nicht ich. Okay. Erzähl mir von der Tür auf dem Dach. Well, most of these old buildings have one. Probably a problem is, how are you gonna get on the roof? Nun, die meisten dieser alten Gebäude haben eins. Eine. Das Problem ist nur, wie kommt man aufs Dach? Bribe the security. Gibt es hier eine Feuerleiter? Du könntest mir mich hochhalten. Mir, ja. Maybe I could climb it from here. Gibt es eine Feuerleiter? Na. Keine Feuerleiter. Und beides zu hoch. Gibt es irgendwelche kleineren Gebäude, die du zuerst klettern könntest? Der Zeitungsstand? Whoa there! That could work. Start with the press stand. Go to Mackenzie. And proceed along the roofs. You should know that Bo is kind of a dick nugget. Wow, hey, das könnte funktionieren. Fang mit dem Zeitungsstand an. Geh zu Mackenzie und schreite fort entlang der Dächer. Aber du solltest wissen, dass Bo ein bisschen ein Dicknugget ist, eine Schwanznuss oder so. Keine Ahnung, Dicknugget. Naja, das ist die treffendste Beschreibung von Bolt, die ich jemals in meinem Leben gehört habe. Ist er wirklich? Er scheint mir sehr, eigentlich recht neutral zu sein. Du bist willkommen, wie auch immer.
Ich schlage vor, du solltest mit ihm reden und ihn fragen, ob es okay für ihn ist. Danke für die Hilfe, mein Freund. Auf Wiedersehen. So, das haben wir irgendwie verbockt vorher. Florence. Truck. Es ist ein Liefertruck. Die Tür ist offen. Nein, wir gehen. Ich rede mal mit Florence. What are you looking at? Geht's dir gut? Fine. Was it to you anyway? Florence, richtig? Hab's auf dem Namensschild gelesen. Verschwinde. Ich habe gesagt, dass ich nicht eher gehe, bis ich sie zurück habe. Wen? Suchen Sie jemand? Na klar. Tu so, als ob du es nicht weißt. Mich verarschst du nicht. Nein, Sir. Ich hab dich im Auge. Und ich werde nicht von diesem Platz weggehen, bis ich mit meiner Tochter reden kann. Sie suchen nach ihrer Tochter? I'm no fool. I know she's in there. But she doesn't want to talk to me. No, that's not. They won't let me see her. Hören Sie. Ich will Ihnen nichts tun, aber Sie sehen aus, als könnten Sie etwas Hilfe gebrauchen. Ist sie im Debatt? Ich könnte ja ein Auge aufbehalten, wenn ich da irgendwie hineinkäme. Du gehörst nicht zu diesen Gangstern? Welche Gangster? Nein, ich habe hier mein eigenes Geschäft. Nun, ich muss irgendeinen Weg in dieses Gebäude finden. Können Sie mir helfen? Vielleicht? Ich meine, eigentlich nicht wirklich. Ich habe den Code an der Tür probiert. Aber die verdammten Typen lassen mich nicht rein. Ich möchte doch nur mit ihr reden. Was ist mit ihrer Tochter passiert? Die ist in diesem schmutzigen... Und ich komme seit Tagen hierher, aber sie sagen, sie lassen mich nicht mit ihr reden. Ich bin ihre Mutter, Gott verdammt. Was macht sie da drin? Das Kind hat beschlossen, dass sie es alleine, ganz alleine machen wird, schaffen wird. Und ist in einem gottverdammten Bordell gelandet. Oh Mann, so dumm. Und sie... Pumpen sie mit Drogen voll. Ich weiß es. Und sie lassen ihre eigene Mutter nicht herein. Mein armes Baby. Ich werde versuchen, ein Auge auf sie zu werfen, wenn ich reinkomme. Wie sieht sie aus? Graues Fell. Name ist Rosie. Nein, der Name ist Rose. Macht sie verrückt, wenn man sie Rosie nennt. Sie ist gerade mal 20 geworden, wissen Sie? Wollte einfach kein Kind mehr sein. Oh Mann, und wenn sie ihr auch nur ein kleines Haar auf ihrem Gesicht krümmen, dann werde ich diese gottverdammte Schenke hier bis zum Boden abbrennen. Niederbrennen. So, wie auch immer. Wie kommt's, dass sie so sicher sind, dass sie immer noch da ist? Weil sie mein Baby ist.
Ich weiß, wo sie ist. Ich kann es spüren. War sie schon mal im Byte? Sie hat mir gesagt, sie wäre eine Bedienung. Die Lügnerin. Ich habe rumgefragt. Das hier ist ein verdammter eine Drogenhölle für Prostituierte. Verdammte Lügnerin. Wann haben Sie sie das letzte Mal gesehen? 2, 3 Wochen her. Wir haben uns gestritten. Ich werde das Beste tun, um sie zu finden. Danke. Sag ihr, dass ich hier draußen warte. Sie haben es ihr sicher nicht gesagt. Da bin ich mir sicher. Kennen Sie einen anderen Weg hinein? Nein, aber ich habe Stimmen vom Dach gehört. Aber wie können Sie dahin geben? Sie haben gesagt, es gäbe einen Code fürs Intercom. Ich erinnere mich an es Wort für Wort. Great fire, damn me. I looked at the wrong schedule. Let me in. Danke, dass Sie mir geholfen haben. Ich suche nach einem Weg da rein. Bitte, wenn Sie meine Tochter sehen, ich muss einfach nur mit ihr... sagen Sie ihr einfach, dass ich sie sehen muss. Bitte. Take care. So, ich denke, wir probieren das mal mit dem... Ducken können wir nicht, ne? Okay, das ist... X Crouch, X Stand Up. Okay. Old owner still tending to the shop. I should say hi before he gets driven out by Yumi Mart. Maybe next time. Der alte Onur kümmert sich immer noch um seinen seinen Laden. Ich sollte vielleicht irgendwann mal hi sagen, bevor er von Yumi Mart vertrieben wird. Vielleicht das nächste Mal. Naja, wenn du es machen solltest, dann mach's lieber gleich. Sid. Ah. Na, Lust auf was Scharfes? Ja, was auch immer. Der verkauft uns irgendwelche Snacks. Sorry, bist du öfters in Granville? Ich bin hier ab und zu. Kann ich Ihnen mit irgendwas helfen? Ich suche nach einem Weg auf die Dächer. Sorry, Sir. Ich wünschte, ich könnte Ihnen von mehr Hilfe sein. Aber ich war selber noch nie da oben. Ich weiß es nicht. Naja, war ein Versuch wert. Hast du vielleicht irgendwelche, Pumpkin-Samen, also Kürbissamen, welche anschallt, also Leute, nicht geschält, geschält, also geschält, genau. Anschalt, geschält, sorry. Natürlich. Gesalzen und ungesalzen. Each baggy wears a half loon. But I'll give you 3 of a loon. It's a steal.